Ich bin letztens nochmal gefragt worden, ey Maggie, wer bist denn du überhaupt und wie bist denn du zum 3D-Druck gekommen? Und ich habe mir gedacht, okay, das bin ich jetzt schon öfters gefragt worden, deswegen machen wir einfach mal ein Video drüber, damit ihr Bescheid wisst, wer ich bin, wer hier vor der Kamera sitzt. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de und wir fangen einfach mal an. Ich lasse jetzt mal die ganze Ausbildung und sowas in Richtung, die ganze schulische Ausbildung weg. Ich habe natürlich ganz normal Grundschule, Realschule, Fachoberschule, Fachabitur gemacht, ja. Und habe dann danach eine Ausbildung zur Wirtschaftsinformatikerin gemacht, besser gesagt ein Staatsexamen zur Wirtschaftsinformatikerin gemacht. Und dann bin ich direkt ins Arbeitsleben erstmal rein und bin da komplett auf die Nase gefallen, weil es nicht wirklich viele Arbeit gab im Saarland, da wo ich eigentlich herkomme, wo ich geboren bin. Das heißt also, ich habe dann nochmal eine Ausbildung dran gehangen als Mediengestalterin im Bereich Nonprint. Das heißt also Animationen und sowas in Richtung. Ich habe damals viel mit Flash gearbeitet oder auch Flex. Wir haben auch in der Agentur, das war eine ganz kleine Agentur, da haben wir dann zum Beispiel mal für einen Kunden, was ein Gastronomie-Großhandel war im Saarland, haben wir dann entsprechend ein System gebaut, was dann erstmal aus einer AS400, das ist ein ganz alter Computer, ja, der noch mit Bändern läuft, wo dann die ganzen Kassensysteme erstmal drüber gelaufen sind, erstmal die Daten da raus importiert hat und diese Daten dann verarbeitet hat, um sie in ein Online-Shop-System zu packen. Und das Online-Shop-System war dann rein intern für den Kunden, für den Großhandel. Und da haben die Mitarbeiter dann immer schön gesagt, okay, wir wollen das und das und das im Katalog haben, haben das alles schön in den Warenkorb gepackt, die Bestellung abgeschickt und wir haben eine E-Mail bekommen mit einer riesengroßen XML-File. Und da wird jetzt der Matthias Schweighofer wahrscheinlich gleich auch hellhörig werden, denn mit dieser XML-File konnten wir 1:1 das Ganze in InDesign importieren und mussten nur noch so ein bisschen hin und her schieben vom Layout her. Das hat uns natürlich eine riesen Arbeitserleichterung gebracht, dass wir dann sagen mussten, okay, wir konnten uns auf das Layouten konzentrieren und nicht irgendwie auf Rechtschreibung und sonst was, weil die Daten waren ja schon mit der korrekten Rechtschreibung quasi in dem Shop hinterlegt. Die wurden einwandfrei importiert, die Preise wurden immer von den Mitarbeitern vor Ort aktuell eingepflegt. Das heißt, da mussten wir nicht noch großartig jetzt hier irgendwie wegen Tippfehlern oder so Richtung hin und her Iterationsstufen irgendwie einführen, sondern das hat alles wunderbar funktioniert. Das war am Anfang ein bisschen knifflig, bis es dann wirklich angenommen wurde und bis es dann wirklich am Laufen war. Aber als es dann mal am Laufen war, hat das richtig gut funktioniert. Und das haben wir dann auch regel genutzt, um einfach alle Kataloge, die wir von dem Großhändler bekommen haben, für, was weiß ich, einmal im Monat oder auch sogar den Jahreskatalog und sowas in Richtung zu gestalten. Und dann konnten wir uns auch wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, also Layouten und Design und sowas in der Richtung. Ja, und von dort aus bin ich dann erstmal zu einer Agentur nach Darmstadt, war auch wieder so eine relativ kleine Klitsche im Vergleich, ja, zu anderen Agenturen. Das war aber auch nur so eine Zwischenstation. Und von dort aus bin ich dann zu Chail. Und Chail ist eine, würde ich sagen, recht große Agentur. Die haben über 100 Mann damals gehabt, als ich dort war. Die sitzen in Schwalbach bei Samsung und ist auch die ehemalige Inhouse-Agentur von Samsung. Das heißt also, wie heißt das? Wir haben wirklich einiges für Samsung gemacht, aber auch Hancock und Coca-Cola und was weiß ich, was da alles im Pitch war, was wir da probiert haben. Und da war ich damals verantwortlich, zum Beispiel mal eines meiner ersten Projekte, die ich da wirklich umgesetzt habe, war dann die Webseite von der Galaxy S5, also von dem Handy damals, ja, für den Raum Deutschland. Und da habe ich dann quasi die komplette Webseite, die komplette Landingpage mit den ganzen Animationen und allem drum und dran habe ich gemacht. Da haben wir dann auch immer schön erstmal so relativ kurzfristig die Daten dann bekommen, dass wir die dann nochmal schnell einpflegen konnten, bevor dann die Keynote rausging. Und das war immer ein Heidengaudi, weil wir dann bis abends später gesessen haben, wenn die Keynote war und die das vorgestellt haben, dass die Website auch live ging, dass der Livestream eingebunden ist und. Das war immer ein Riesengaudi und da gab es dann auch von meiner Seite aus die ersten Berührungspunkte mit dem Thema 3D-Druck. Ja? Die Agentur hatte damals dann einen Makerbot angeschafft, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welcher es genau war, aber das war schon ziemlich ein Novum, weil wir dann gesagt haben, so boah geil. Kannst du mir mal die Master Chief-Figur drucken? Nee, nee, ist nur für geschäftlich. Okay, gut. Und die haben auch wirklich viel damit gemacht. Die haben dann damit, ach, frag mich nicht alles, fürs KDW haben die Sachen entsprechend gedruckt. So goldene Kodos, die dann im Schaufenster rumgestanden haben, als Deko so ein bisschen für so ein kleines Projekt. Waren schon coole Sachen. Und da bin ich wirklich auf den Geschmack vom 3D-Druck gekommen. Das ist aber jetzt auch schon deutlich über 10 Jahre her. Ne? Und da habe ich dann angefangen, wirklich mich mit 3D-Druck zu beschäftigen damals schon, wo ich dann geguckt habe, ey, was gibt's da alles, was für unterschiedliche Düsen gibt's, was unterschiedliche Filamenttypen gibt's, welche Hersteller von Druckern gibt's. Da gab's dann damals, gibt's ja immer noch Ultimaker, ja, da hinten habe ich meinen Ultimaker 2 Plus stehen. Und die sind damals noch mit 2,85er Material gelaufen. Also das 1,75er, was wir heutzutage kennen und eigentlich täglich nutzen, gab's damals, naja, zwar schon, aber 2,85 war eigentlich noch so aus der Rap-Rap-Zeit eigentlich noch so der Standard.
Und dann hat das so langsam angefangen. Nach 2 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht als Frontend-Entwicklerin, also Softwareentwicklung, nur halt im Bereich Frontend. Also jetzt nicht nur Webseiten, sondern wirklich Anwendungen, die im, wie heißt das, fürs Web programmiert werden. Also Hotelportale, Steuerungssoftware für Maschinen, wo dann die Oberfläche entsprechend an das Backend quasi angebunden worden ist, an die Hardware. Solche Sachen, aber auch Portale für Versicherungen und. Und das war am Anfang recht cool, muss ich sagen. Mit der Zeit hat es mir aber wirklich nicht mehr gefallen, ganz einfach, weil zum einen extremer Zeitdruck teilweise da war, weil die Kunden natürlich, wir haben immer in großen Teams gearbeitet, teilweise mehrere Teams, die dann zusammengearbeitet haben. Da war natürlich ein unheimlicher Zeitdruck da, weil Zeit ist Geld, ja, und der Kunde möchte so viel Geld wie möglich sparen, um sein Portal hinzubekommen. Das ist erstmal ganz schön, aber es gab auch Differenzen zwischen Teammitgliedern, das war dann aber auch relativ schnell immer wieder beigelegt. Aber es gab dann auch wirklich einen Druck in der Hinsicht, wenn du nicht performt hast, also wenn du mal, was weiß ich, ein paar Fehler, irgendwie ein paar Bugs produziert hast bei dem einen oder anderen Team, dann warst du halt relativ schnell raus. Ja? Und das war halt, hat mir im Prinzip diesen Beruf so ein bisschen, naja, hat mir so ein bisschen die Laune verdorben. Das hat man auch gemerkt, dass ich dann entsprechend von der Leistung her natürlich noch mehr nachgelassen hat. Was ich aber parallel angefangen habe, war dann 2016, 2017, habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte jetzt mal ein eigenes Softwareprojekt auf die Beine stellen, ja, wo ich sage, okay, ich möchte mal was Eigenes produzieren, egal ob das jetzt live geht oder nicht. Und es ist live gegangen. Ihr kennt es alle, ihr guckt momentan den YouTube-Kanal Makorama und jetzt denkt ihr euch, was hat denn das mit einem Softwareprojekt zu tun? Nun, ganz einfach, Makorama hat für mich erstmal als Softwareprojekt gestartet, wo ich mir überlegt habe, was kann ich machen? Und die Idee ist mir schon 2015 gekommen, dann habe ich angefangen, das Ganze auszuarbeiten und habe dann erstmal überlegt, ey, man könnte doch mal Filamentproben verkaufen, weil ich habe damals schon lange 3D-Drucker gehabt, ja, das, mein erster Drucker steht da jetzt da hinten, den versuche ich demnächst nochmal aufzubauen. Das war ein Prusa i3-Klon, ein Hicktop, ja, war ein katastrophales Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat vielleicht 2 Wochen funktioniert und dann hat das Hotend ist dann quasi die Halterung, das Mount ist geschmolzen, weil war alles 3D gedruckt und es war nicht richtig gedruckt und es war qualitativ nicht wirklich hochwertig. Das werden wir aber demnächst ändern. Und dann habe ich mir, der steht glaube ich hier unten, ein Rankforce RF100 gekauft, also so einen kleinen, weil ich einfach Ersatzteile drucken wollte für den Drucker. Das hat natürlich ganz und gar nicht funktioniert. Und weil das nicht funktioniert hat, habe ich mir dann einen Ultimaker 2 Plus gekauft. Und so ist dann eins nach dem anderen gekommen. Und mittlerweile stehen hier, boah, ich habe letztens durchgezählt im Stream, ich glaube irgendwas zwischen 20 und 30 Druckern, ja. Inklusive der Resin-Drucker, die da hinten stehen, die ich gerade so mehr oder weniger in Nutzung habe, weil ich einfach nicht dazu komme. Und das Projekt war erst einmal, weil ich gemerkt habe, es gibt unterschiedliche Materialien. Die Materialien drucken sich auch extrem unterschiedlich, ja. Damals gab es noch ganz andere Hersteller für Materialien, damals gab es noch verschiedene Durchmesser und ich habe mir gedacht, okay, weil die Maschinen noch nicht so weit waren wie heute, dass man einfach PLA draufschmeißt, drucken drückt und funktioniert, ja, also K1 Bamboo oder Prusa MK4, das gab es damals in der Hinsicht noch nicht, ja, also mit Auto-Leveling und sowas in Richtung, das gab es noch nicht, da gab es noch nicht mal Ein- und Ausschalter an den Druckern und ich habe mir gedacht gehabt, ja, geil, okay, dann pass auf, dann knubbelst du mal was zusammen und guckst mal, dass du halt diese Filamentproben dann irgendwie anbietest als Abo, ja, und hab dann angefangen, einfach mal eine Software zu schreiben, das ist sowohl ein Frontend als auch ein Backend, komplett in JavaScript, um das Ganze anzubieten, dass also wirklich die Seite so minimalistisch und so leicht und so schnell wie möglich ist und dass der Kunde einfach nur wirklich sieht, okay, was sind die Vorteile von dieser Box und kann das Ding einfach nur abonnieren und fertig und natürlich auch im Backend das Ganze deabonnieren. Deabonnieren ging am Anfang noch gar nicht, das habe ich dann später eingeführt, das Feature, oder auch, wie heißt das, den Tracking-Code versenden per E-Mail und so aus Richtung, das war am Anfang noch alles manuell. Und das habe ich halt als Softwareprojekt für mich, ey, wie möchte ich das gerne aufbauen, wie würde ich gerne sehen, dass so ein Projekt durchgeführt wird, aufgebaut. Und da habe ich auch bis an Silvester 2017 habe ich das Ding wirklich programmiert, bis in die letzte Sekunde und bin dann irgendwann um 1 Uhr pennen gegangen. Und meine bessere Hälfte war total genervt, hat gemeint, ja komm, ob das Ding jetzt heute oder morgen live geht, spielt keine Rolle. Und ich habe gesagt, nee, muss raus. Ja, das muss raus. Und ich war stolz wie Bolle, als ich dann das komplette System alleine aufgebaut und online gestellt habe. Und habe dann auch mit der Zeit angefangen, nochmal Materialien, die ich dann
bestellt habe, um die Proben abzuwickeln. Am Anfang war das wirklich ganz banal. Ich habe einfach nur eine einzige Rolle von jedem Material bestellt, habe die abgewickelt. Wir hatten nur am Anfang so 3-4 Kunden und habe die dann wirklich manuell abgewickelt und habe die dann an die Kunden verschickt. Schön noch einen Flyer noch dazu, den habe ich damals auf Flyer Alarm bestellt. Das hat dann auch Ewigkeiten gedauert, bis die da waren. Und irgendwann haben wir das dann halt wirklich auf dem Laserdrucker einfach so ausgedruckt, kurz geschnitten, zusammengefaltet, in die Box rein, fertig, ging wunderbar. Und das haben wir halt so Stück für Stück optimiert und Teile davon merken wir heute noch. Beim Versand zum Beispiel mal kommt der Labeldrucker dann immer noch zum Einsatz, den ich damals dann irgendwann angeschafft habe, den Zebra. Und das sind so kleine Kleinigkeiten, die da halt mit der Zeit einfach reingespielt haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Anfragen von den Kunden, was sie an Features in der Webseite gerne sehen wollen und was da alles noch technisch noch notwendig ist, kann ich einfach alleine nicht stemmen. Und deswegen haben wir damals dann irgendwann gesagt, okay, wir stellen auf ein fertiges Shop-System um. Das hat mir dann im Prinzip den Rücken freigehalten und dann konnte ich mich auch ein bisschen mehr um andere Sachen kümmern, inklusive um YouTube und um Projekte. Und so hat das Ganze dann auch auf YouTube angefangen. Am Anfang haben wir einfach nur, der hat von mir eine Box bekommen. Danny war damals ein Bekannter von mir, den ich kennengelernt habe. Der hat sich bereit erklärt dann, okay, schick mir so eine Box rüber und ich mache dann von jedem Filament, was in der Box ist, einfach mal so ein kurzes Video. Das sind auch die allerersten Videos, die auf dem Kanal erschienen sind. Und hat dann einfach mal eine Benji oder das Objekt aus der Box, was immer dabei war, ja, wo wir gesagt haben, hey, hier ist ein Link zu dem Objekt. Hat das dann gedruckt. Und für alle, die jetzt denken, ja, okay, das ist halt nicht viel Aufwand oder so in Richtung, aber allein schon dieses Objekt, das muss vorher gedruckt werden, das muss ich testen, ob das funktioniert. Das erste Objekt, was wir drin hatten, war dieser Tesla Supercharger. Da habe ich mit Tesla geschrieben, ey, darf ich das zeigen? Darf ich das dann entsprechend abbilden, abgießen? Du darfst das verlinken, aber du darfst es halt im Flyer sozusagen nur abbilden, wenn du oben den Tesla-Schriftzug rausmachst, weil der ist geschützt. Okay, dann haben wir das so gemacht, haben das da rausgemacht. Und es waren nur 2-3 Kunden, die das damals bekommen haben, aber es war mir wichtig, dass das auf jeden Fall abgesprochen ist. Und natürlich auch mit demjenigen, der das erstellt hat, das Objekt. Weil diesen Tesla Supercharger, den Link kann ich nochmal raussuchen, wenn ich ihn finde, und packe ich ihn dann unten in die Videobeschreibung. Diesen Tesla Supercharger, den hat auch natürlich irgendwer gebaut und erstellt. Und er soll natürlich auch deine Credits dafür bekommen. Und ich möchte den auch nicht einfach rezitieren, ohne dass ich die Erlaubnis von ihm habe. Und das heißt also, bei jedem Objekt, was wir reingepackt haben, auch wenn es auch nur eine Banshee war, angeschrieben, ey, darf ich das Objekt verwenden? Und das mache ich auch momentan mit den ganzen Videos, die wir produzieren, wo ich jetzt die Switch zum Beispiel, wo ich die Sachen gedruckt habe. Da habe ich auch die Leute angeschrieben und habe dann gefragt, ey, darf ich das Objekt zeigen? Die meisten schreiben zurück, ja, ist gar kein Thema oder den Account gibt es gar nicht mehr. Dann ist halt immer die Frage, was macht man, weil es ist eigentlich eine kommerzielle Verwendung. Klar, wenn das schon direkt auf der Webseite steht, du darfst das kommerziell verwenden, also auf Printables oder sowas in Richtung, ja. Oder wenn ich zum Beispiel mal bei Nico Industries sowieso eine Commercial License habe oder bei STL Flix, dann braucht man da nicht extra anfragen, weil das erleichtert mir die Arbeit natürlich, dass ich dann sage, okay, ich kann das direkt nutzen im Video, ja, weil ich möchte da fair spielen, ich möchte da jetzt nicht irgendwem auf die Füße treten und klar, es kann irgendwo mal ein Link verloren gehen oder mal vergessen werden, aber ich versuche in der Regel die Leute so gut es geht anzuschreiben, dass da jeder auch seine Credits bekommt und alles. Und das ist auch bei der Box viel Arbeit gewesen, da die Recherche zu betreiben, ja, die Texte zu schreiben für wie, welche Materialien verhalten sich wie und alles. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, mit Corona, wir haben gemerkt, hat nicht lange gedauert, ich glaube einen Monat oder so in Richtung, da waren die ganzen Abos, wir haben keine Werbung geschaltet für die Abos. Wir waren dann schon auf dem Weg Richtung 50 Abos, ja, ohne Werbung. Mit jedem Monat kamen neue dazu und wir hatten jeden Monat dieses Einkommen, dieses kleine, was so nebenbei lief. Ich habe ja immer noch die Softwareprojekte gehabt. Das war schon echt cool, aber mit Corona war da relativ schnell Schluss. Da war nach einem Monat dann, okay, wir wollen alle nicht mehr, wollen jetzt entsprechend ein bisschen Geld sparen. Das heißt also, ab da lief dann nur noch der Online-Shop. Die Box haben wir dann auch relativ schnell eingestellt, weil wir gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr. Und ob da noch eine neue kommt, wissen wir nicht genau. Das müssen wir erstmal eruieren. Momentan die wirtschaftliche Phase ist eher so, dass die Leute sagen, ah, wir wollen ein bisschen mit dem Geld vorsichtig sein. Wir wollen eher gucken, dass wir da, ja, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind. Auch mit den ganzen Druckern, die jetzt rauskommen, da ist es dann auch nicht mehr so interessant, sag ich mal, dass man noch solche Probenboxen hat, weil ob ich jetzt ein PLA in Grau, in Schwarz oder in Rot habe, das war damals vielleicht nur ein Unterschied, weil die Materialien noch so ein bisschen anders reagiert haben in Nuancen. Aber dass man halt entsprechend einfach jetzt sich eine Rolle beim Druckerhersteller kauft und die dann draufschmeißt und man weiß, es funktioniert und man hat kein Problem. Und die Farben sieht man ja auch mittlerweile
relativ gut dargestellt, entweder in Videos oder aber auch auf der Webseite von den Herstellern. Deswegen macht es momentan für uns keinen Sinn, nochmal so eine Probenbox rauszubringen. Ja, und momentan sind wir auch dabei, quasi das Filamentgeschäft, den Filamenthandel so ein bisschen abzuwickeln. Das heißt also, wir haben zwar noch einen Lagerbestand, den verkaufen wir jetzt aber ab. Wenn ihr da also noch ein bisschen was abstauben wollt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal gucken, wir machen jetzt bald den Inventurverkauf. Nächste Woche will ich den starten. Und dann, also wenn ihr das Video seht, ist der wahrscheinlich gerade im Gange. Und dann wird der Filamentverkauf soweit auch eingestellt werden, weil wir uns jetzt für Makorama wirklich komplett auf YouTube und auf Projekte und auf Content konzentrieren wollen. Das heißt also Projekte wie das Laserschwert und sowas in Richtung. Und wer sich jetzt fragt, ey, wo habe ich denn das alles gelernt mit Fusion 360, wie ich damit umgehen kann, wie ich mit den Druckern jetzt zum Beispiel mal umgehe, welches Material wie ist und alles drum und dran. Na, ganz einfach, ich habe mich im Internet komplett eingelesen. Und wenn ich nicht irgendwo einen Artikel, ein Video oder sonst was gefunden habe, dann habe ich mir Wikipedia rangeholt und habe angefangen, zum Beispiel mal die einzelnen Bestandteile von einem ABS oder von einem PLA sowas in der Richtung mal anzugucken. Ich habe natürlich auch in Bezug auf Playclue, ich habe jetzt leider gerade keinen hier auf der Werkbank stehen. Da. Ich habe natürlich auch in Bezug auf Playclue mit unserem Chemiker, dem habe ich Löcher in den Bauch gefragt. Ja, dem habe ich wirklich alles Mögliche an Fragen gestellt, einfach um das Wissen rauszuziehen. Und ich habe geguckt, dass ich auf der Form Next alles mitnehme, auf der AMX. Deswegen ist es so interessant und so wissenswert, mal auf solche Messen zu gehen. Und das hat mir einen unheimlichen Mehrwert gebracht, da mal einfach Wissen mitzunehmen. Und natürlich habe ich auch andere Kanäle geguckt, die hingehen und Elektronik aufschreiben. What's Inside, glaube ich, heißt der eine Kanal, der einfach mal so ein iPhone in der Mitte durchschneidet oder so einen YouTube-Play-Button und was weiß ich, um zu schauen, wie sieht es innen drin aus, wie funktioniert das Ganze. Und dann kriege ich auch unheimlich viel Inspiration für her. Und natürlich baue ich auch meine Drucker selbst. Also wie gesagt, der erste Drucker war ein Hicktop, den habe ich komplett von Scratch aufgebaut. Damals ging es nicht großartig anders. Ja? Es gab zwar den Rankforce und den Flashforge, glaube ich, und DaVinci XYZ, ja, den DaVinci XYZ, nee, XYZ DaVinci, ja, da habe ich mir den Mini gekauft. Das war wirklich abenteuerlich, muss ich sagen. Also das war, der XYZ DaVinci war kein guter Drucker, finde ich, ja. Der war für Einsteiger, fand ich, total ungeeignet, ganz einfach deswegen, weil er so geschlossen war. Vielleicht habe ich auch daher die Aversion gegenüber Bambu, dass ich sage, okay, so ein geschlossenes System mag ich nicht. Aber damals war das so, der Hersteller hat mir eine E-Mail geschrieben, als ich geschrieben habe, ey, pass auf, in der Spule war ein NFC-Chip verbaut und ich habe die halbe Spule verdruckt und auf einmal hat der NFC-Chip gesagt, nee, da ist nichts mehr auf der Spule drauf, du kannst nicht mehr drucken. Und ich habe den Hersteller angeschrieben, habe ich gemeint, was kann ich denn jetzt machen? Ja, in der Community gab es auch mehrere Leute, die das entsprechend bemängelt haben. Und der Hersteller hat einfach geschrieben, nee, ein Trittherstellerfilament dürfen wir einfach nicht zulassen, weil das ist eine Gefahr für den Benutzer. Und wir wollen halt nicht, dass der Benutzer da, wie heißt das, die Benutzer-Experience leidet. Deswegen bin ich da in der Hinsicht ultra vorsichtig, ja. Auch mit dem Tiertime, wie heißt das nochmal, Up One, ja, mit dieser kleinen Box, die man hatte, das echt ein ABS-Biest war. Aber der hat halt auch relativ schnell damals dann den Geist aufgegeben und das war auch ein komplett geschlossenes System. Den konnte man nur mit seinem eigenen Slicer benutzen. Der ging nur über Wi-Fi oder USB. Genauso wie der DaVinci, der hatte auch einen eigenen Slicer und ging über USB. Das waren die einzigsten zwei Möglichkeiten. Das hat mir so komplett die Lust auf ein geschlossenes System verdorben, ja. Dass ich sage, okay, so ein Prusa oder auch so ein i3 hier, so der Hicktop oder so in Richtung, wo ich selbst dran schrauben kann, auch der Ender oder der CR10 und sowas in Richtung, wo ich selbst dran schrauben kann und wo ich selbst sagen kann, okay, was für eine Firmware packe ich drauf, ob ich das jetzt mit Octoprint nutze und alles drum und dran. Das war für mich viel einladender und viel einfacher zu verstehen, in der Hinsicht auch mit dem Hintergrund, den ich habe, mit der Softwareentwicklung. Dass ich gesagt habe, das ist viel eher was für mich als ein System, was mir genau vorgibt, was ich machen kann. Und wenn das System nicht funktioniert, bin ich halt als Benutzer komplett eingeschränkt und kann gar nichts machen. Das war für mich damals wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, ja, das ist echt schlimm. Das finde ich nicht gut, weil wenn das mal nicht funktioniert, das System, dann hat man echt die A-Karte gezogen und solange es funktioniert, ist alles gut. Ja? Und ja, da kann man eins zum anderen. Stück für Stück habe ich den Kanal entwickelt, habe Projekte entwickelt. Wir haben Sachen wie die FDL3 gedruckt, ja. Das ist eine automatische Nerfgun. Wir haben die TARDIS, den Iron Man, alles Mögliche gedruckt. Und momentan konzentrieren wir uns darauf, dass wir solche Projekte wie es mit Matthias Schweighofer mit der Lasergun
produzieren, dass wir da halt euch ein cooles Teil zur Verfügung stellen, dass das demnächst dann online gehen kann. Zudem haben wir dann noch das Lichtschwert, was wir gerade bauen, was schon ziemlich weit ist, muss ich sagen. Also momentan bin ich dabei, die einzelnen Komponenten in Fusion 360 zu designen. Und da habe ich auch unterschiedliche Ressourcen einfach zu Rate gezogen, einen Online-Kurs mir angeguckt. Ich habe auf YouTube einiges an Informationen rausgezogen. Parallel dazu, weil Fusion halt in mancherlei Hinsicht echt ein Krampf ist, habe ich dann nochmal angefangen, mir die Beta von Shapers 3D anzugucken. Und wo ich schon gerade bei der Beta von Shapers 3D bin, nochmal so ein kleiner Sprung zurück nach 2016, wo ich damals mich gerade selbstständig gemacht hatte. Das erste, was ich gemacht habe, das war für mich ein Traum, dass ich mal zur Worldwide Developer Conference von Apple fliege. Ich weiß, das ist jetzt für viele, wo sie sagen so, ach Apple, ja komm, geh weg, ist ein geschlossenes System. Ja, ist es. Aber das war für mich mal ein Traum, weil von der Entwicklung her, von der Software her und allem drum und dran, aus der Perspektive betrachtet, war das schon eine geile Sache. Vor allen Dingen, weil es halt auch in dem Auditorium, glaube ich, stattgefunden hat, wo das erste iPhone vorgestellt worden ist. Und das war schon mal ein Erlebnis für sich, einfach das mal mitzumachen. Und da gab es so ein Erlebnis, wir sind morgens, bin ich um 4 Uhr, bin ich raus aus dem Hotel, aus meinem Hotelzimmer und bin Richtung Konferenz. Und ja, man muss morgens so früh aufstehen, damit man relativ weit vorne einen Platz bekommt. Ich habe, glaube ich, 20 Meter von Tim Cook weit entfernt gesessen und konnte ihm quasi so auf den Hinterkopf gucken. Ja, das war auch schon mal so eine Sache, dass die ganze Führungsriege hat halt vorne gesessen. Das war schon ziemlich cool, dass man mal so die in Persona so direkt sieht. Aber das Coole war halt, dass ich dann da in der Warteschlange morgens gesessen habe oder gestanden habe vor dem Auditorium und dann aus allen Nationen Leuten zusammenkam und auf einmal so ein Mädel aus Russland gesagt hat, ey, ich habe hier mit meiner App das und das Problem. Und auf einmal standen 3, 4, 5 Leute, inklusive meiner Wenigkeit, wir standen drumherum. Einer hat einen Campingstuhl ausgepackt, der nächste hat gesagt, komm, hock dich hin. Die hat einen Laptop ausgepackt und wir haben drum um die herum gestanden und haben zusammen das Problem in der Software gelöst. Das war für mich so ein Punkt, den vergesse ich auch nicht so schnell. Ja? Da habe ich auch immer noch Bilder von, wo wir da so gesessen haben, wo wir zusammengestanden haben. Das ist echt cool. Wir sind leider, glaube ich, momentan nicht mehr so arg in Verbindung, aber das war echt eine coole Woche. Wir sind über die ganze Woche über in den einzelnen Panels halt dann wirklich da hin und her und zusammen auf die einzelnen Panels gegangen. Das fand ich schon echt cool. Und dann war natürlich noch, als ich da drüben war, wenn ich schon da bin, natürlich in One Infinity Loop, ja, zu Apple, zum Hauptquartier, zum ehemaligen Hauptquartier. Nicht mehr zu diesem Kreis, den sie jetzt mittlerweile haben, zu der Untertasse, sondern damals noch zu dem, wo Steve Jobs nochmal entsprechend das Ganze gegründet hat sozusagen, also wo das Ganze aufgebaut hat, zur Golden Gate Bridge und sowas in Richtung, das war natürlich Programm, ja, auch zu Google mal fahren und mal da gucken, Computer History Museum, das war schon echt eine coole Zeit, muss ich sagen, und das bleibt mir auch immer im Gedächtnis, also da habe ich Bilder von, das war echt cool. Ja, und den Hacktop, der da hinten steht, den habe ich mir eigentlich erstmal mit einem Hintergedanken gekauft, nämlich hatte ich damals, glaube ich, Star Wars Rogue One oder sowas rausgekommen und da gab es dann die Death Trooper. Und die fand ich ultra cool. Und weil ich damals gerade so dabei war, mein Büro ein bisschen einzurichten, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte gerne so einen Stormtrooper drin stehen haben, wo ich dann einfach mal so richtig was Cooles habe, dass wenn mal ein Kunde ist, nee, ist nicht passiert, ja, ein Kunde kam mir so in der Hinsicht für Softwareentwicklung nicht vorbei, sondern ich habe meistens per Remote einfach da alleine im Raum gesessen und habe entwickelt. Aber ich habe mir gedacht, ey, wenn mal jemand vorbeikommt, möchte ich da eine Couch und einen Stormtrooper stehen haben. Und deswegen wollte ich unbedingt einen 3D-Drucker haben, weil ich den Stormtrooper nirgendwo zum Kaufen bekommen habe. Ich habe überall angefragt, im Kino, in so einem speziellen Requisitenshop und allem drum und dran und habe den nirgends bekommen, ja. Der Requisitenshop hat gesagt, nee, die haben von Disney die Lizenz nicht bekommen, deswegen dürfen sie das Zeug nicht verkaufen, ja. Weil nach dem Film, also nachdem das alles draußen war und die Kinos alle ihre Figuren hatten, durften sie die dann auf einmal nicht mehr verkaufen. Und die Kinos wollten das Ding nicht rausrücken, die haben das dann lieber ins Lager gestellt, um es dann jedes Mal, wenn ein Star Wars Film kommt, halt entsprechend rauszukramen. Und ich habe mir überlegt, okay, was machst du? Damals war das halt noch nicht so, dass man sich jetzt einfach mal für ein paar Euro so einen Helm kaufen konnte, sondern die waren damals richtig teuer. Und ich habe mir gedacht gehabt, ja komm, weißt du was? Ich baue mir das Ding selber. Und gefühlt zehn Jahre später, bin ich endlich so weit, dass ich mir jetzt endlich eine Mandalorianer-Rüstung, also eine Bo-Katan-Rüstung baue. Ja, da habe ich jetzt auch schon die Jacke bestellt, die wird gerade Maß angefertigt. Da werde ich mir auch nochmal die Weste und die Hose bestellen. Über die Jacke kommt nochmal so eine Weste drüber. Ich habe jetzt in den letzten Tagen die Schulterpolster und alles gedruckt.
dass ich, das habe ich ja auch schon mal gesagt in einem Livestream, wenn ich die 20.000 erreiche auf dem Kanal, die 20.000 Abonnenten, dass ich dann in der Bo-Katan-Rüstung über die Form Next laufe, sofern die Messe mich da reinlässt. Ich hoffe mal, dass sie mich reinlässt. Ich werde das vorher nochmal mit denen absprechen. Momentan sind wir auf dem besten Weg dahin, dass wir die 20.000 knacken. Das wird natürlich auch noch ein Projekt sein. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich werde mir natürlich auch nochmal mit der Lichtschwert-Elektronik, die ich gebaut habe, auch nochmal einen Darksaber bauen. Ja, da haben wir gestern Abend im Stream nochmal geschaut, was es denn da für Modelle gibt. Da werde ich mir nochmal vielleicht sogar ein eigenes Modell bauen. Das weiß ich noch nicht ganz so doll. Aber das werde ich auf jeden Fall mal noch in Angriff nehmen, dass ich nochmal zu der Messe dann noch einen Darksaber habe. Da haben wir auch mit Hera, habe ich nochmal ein bisschen rumgesponnen, wie man denn die Klinge machen könnte. Da gibt es auch schon ein paar coole Ideen dazu, dass auf jeden Fall für die Messe das Ding fertig ist und ich dann voller Montur rumrennen kann. Heute habe ich die Maße an den Schneider geschickt für die Jacke. Da werde ich auch dann nächsten Monat und übernächsten Monat die Weste und die Hose nochmal bestellen. Den Gürtel, der Gürtel ist echt extrem teuer, muss ich sagen. Der, wenn man einen ordentlichen will, dann muss man schon mal so 200, 300 Franken hinlegen dafür, wenn der aus Echtleder sein soll und auch ein bisschen was halten soll und nicht gleich auseinanderfallen soll. Und natürlich die Schuhe. Das ist sowas, wo ich sage, okay, da muss man nochmal gucken, dass ich da wirklich ein paar gute Schuhe bekomme, die auch passen zu der Farbe von dem Leder vom Gürtel und von den Patches hier oben auf den Schultern überall, auf der Weste und auf der Jacke. Dass das auf jeden Fall stimmig ist und nicht irgendwie da dunkelbraun und da unten an den Schuhen hellbraun, das passt natürlich nicht. Aber so bin ich quasi wie die Jungfrau zum Kinde zum 3D-Druck gekommen. Und den gehe ich jetzt weiter bauen. Ich habe nämlich richtig Bock drauf, den jetzt endlich fertig zu bekommen, den Helm, als auch den Rest der Rüstung. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr den Kanal abonnieren. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank an meine Patreon. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao.